Sehr verehrte Damen und Herren, offensichtlich trifft Klagemauer TV mit seinen gut recherchierten und enthüllenden Sendungen immer mehr den Kern der Problematik. Denn nur wenige Stunden nach Ausstrahlung der Sendung Skandal um SRF und Robin Rehmann, Satanic Panic, ging ein Drohbrief vom SRF-Rechtsdienst bei Klagemauer TV ein. In dieser E-Mail, die am Sonntagnachmittag, dem 18. Juni, kurz vor 16 Uhr bei KlarTV eingetroffen ist, verlangte die stellvertretende Leiterin des SRF-Rechtsdienstes, dass KlarTV die Sendung bis 18 Uhr an jenem Sonntag von der Hauptseite und allen weiteren Plattformen zu entfernen habe. Hat das SRF Angst davor, es könnte noch mehr ans Licht kommen, dass der Sender derart panisch reagiert? Genauso geschwind wie SRF reagierte, verschwand auch die satanische Bezeichnung zu Rehmanns Facebook-Freund auf der Website der benannten satanischen Gemeinschaft. Da ist dieser Francis Dollarhide plötzlich kein satanischer Hoherpriester mehr, sondern nur noch ein gewöhnlicher CEO. Zum Glück gibt es gute Webarchive, sodass man es genau nachvollziehen kann, was in dieser kurzen Zeit nach der Ausstrahlung der KlarTV-Sendung Skandal um SRF und Robin Rehmann, Satanic Panic, im Netz so alles passiert ist. Es erweist sich einmal mehr als sehr lohnenswert, dass Klagemauer TV seine gut recherchierten Quellen professionell sichert. Apropos, sichern Sie doch diese Sendung auch umgehend auf Ihrem Rechner und sorgen Sie dafür, dass sie möglichst schnell auf so viele unabhängige Kanäle wie möglich geladen wird. Denn wie unsere KlarTV-Zuschauerschaft wohl bemerkt hat, wurde die benannte Sendung am Dienstag, dem 20. Juni um 18 Uhr, nach einem weiteren Ultimatum vom SRF-Rechtsdienst wiederum von unserer Homepage entfernt. Nachdem unser Rechtsdienst nun alle aufgeführten Drohungen des SRF minutiös geprüft hat und die Autorin der Sendung zu den Anschuldigungen Stellung genommen hat, strahlt Klagemauer TV diese Sendung im Anschluss wieder in voller Länge aus. Die Fakten, die in dieser Sendung genannt werden, sind sehr gewichtig und fundiert, sodass sie der Bevölkerung keinesfalls vorenthalten werden dürfen. Nach Journalistenkodex Richtlinie 10.5 ist es überdies unsere journalistische Pflicht, die Drohungen vom SRF gegenüber KlarTV zu veröffentlichen. Ich zitiere: Journalistinnen und Journalisten verteidigen die Informationsfreiheit bei tatsächlicher oder drohender Beeinträchtigung durch private Interessen. Drohungen oder Boykotte sind grundsätzlich öffentlich zu machen. Die Öffentlichkeit muss davon erfahren, wie KlarTV aufgrund dieser Enthüllungssendung vom SRF bedroht wird. Aus diesem Grund veröffentlichen wir im Anschluss an die Sendung ebenso den Drohbrief vom SRF-Rechtsdienst und die Antworten der KlarTV-Autorin Lois Sasek dazu. Werden Sie Zeuge von den haltlosen Vorwürfen des Schweizer Rundfunks und hören Sie, wie KlarTV diese entkräftet und der Dokumentation dadurch noch viel mehr Gewicht verleiht. Helfen Sie mit, dieses Unrecht zu entlarven, indem Sie möglichst viele Bekannte über den SRF-Skandal informieren und diese Sendung weit verbreiten. Recherchieren Sie auch in eigener Sache investigativ weiter, sodass sich dieser Verbrecherfilz nicht mehr länger untereinander decken kann. Klagemauer TV dankt Ihnen dafür.